Hi, ich bin der Chris. Heute will ich euch zeigen, wie ich diesen Sitzwürfel gebaut habe. Weil ich hier im Büro nur relativ wenig Platz zur Verfügung habe, brauche ich allen Stauraum, den ich finden kann. Deswegen habe ich auch noch zwei Schubladen integriert. Hast du Interesse? Dann lass uns loslegen! So, wir fangen an und bauen uns einen Rahmen aus Dachlatten. Der Rahmen bildet später den Boden des Sitzwürfels. Auf den werden später die Seitenwände geschraubt. Wir sägen die Dachlatten auf Gehrung, sodass die äußersten Kanten 50 cm Länge im Quadrat haben. Die 50 cm brauchen wir, weil das Sitzpolster genau diese Abmessung hat. Mit zwei Schrauben von beiden Seiten wird der Rahmen einfach zusammengeschraubt. Durch Kontrolle der Diagonalen können wir kontrollieren, dass wir auch wirklich ein Quadrat und keine Raute gebaut haben. Beide Maße müssen gleich groß sein. Jetzt werden die Seitenwände zurechtgesägt. Dafür müssen wir die beiden Schubladen ausmessen, mit ein bisschen Luft zwischen beiden, um genau die richtige Größe der Seitenwände herauszufinden. Hier sind das genau 34 cm. Für die Seitenwände benutzen wir eine USB-Platte mit einer Dicke von 12 mm. USB-Platten sind nicht sonderlich schön zu bearbeiten, sehen jedoch passabel aus und sind halt einfach sehr günstig. Weil die Schubladen an den Seiten nicht so viel Spiel haben sollen, nehmen wir die Platten doppelt. Dadurch bekommt der Würfel auch noch mehr Stabilität. Die USB-Platte hat den großen Nachteil, dass die Kanten immer franseln. Einen Gehrungsschnitt können wir daher hier nicht vorsehen. Deswegen müssen wir uns für die Kanten etwas anderes überlegen. Wir schneiden eine Dachlatte in Längsrichtung zu einem quadratischen Stab, der genau die Breite der zwei USB-Platten hat. Den Stab längen wir auf 34 cm ab. Davon benötigen wir 4 Stück. Damit sind die Ecken des Sitzwürfels fertig. Nun schneiden wir die Seitenwände zurecht, sodass die USB-Platte und die zwei Eckstäbe zusammen eine Länge von 50 cm ergeben. Zuerst wird die eine Seite der Platte begradigt. Dann wird die Platte auf die richtige Länge geschnitten. Nun können die einzelnen Teile der Seitenwände miteinander verbunden werden. Die beiden USB-Platten werden miteinander verleimt. Und weil ich nicht warten will, bis der Leim getrocknet ist, auch noch mit Schrauben fixiert. Die Eckstäbe werden ebenfalls verschraubt. Man könnte es auch einfach nur verleimen. Mit Schraubzwingen verpressen und trocknen lassen. Das braucht halt nur mehr Zeit. Und ehrlich gesagt, mich stören die Schrauben nicht.
Weiter geht es mit der Rückwand. Wir messen uns die Breite und schneiden sie aus. Von den Eckstäben aus schrauben wir die Rückwand fest. Nun kann der Rahmen, den wir am Anfang gebaut haben, von der Unterseite aus verschraubt werden. Den Deckel des Sitzwürfels schneiden wir uns wieder aus einer USB-Platte zurecht. Wir bauen nun aus Dachlatten eine Aufkantung, damit das Schaumstoffkissen nicht runterrutschen kann. Die Dachlatten werden auf Gehrung geschnitten und nach oben hin überlappend an den Würfel von außen geschraubt. Um an der Aufkantung oben keine Absätze oder Versätze zu haben, gehen wir einmal mit dem Hobel darüber. Mit dem Oberfräser können jetzt die Kanten schön abgerundet werden. Hierfür benötigen wir einen runden Fräsaufsatz. Wenn ihr keinen Oberfräser habt, könnt ihr die Kanten auch nur mit Schmirgelpapier abschleifen. Jetzt bauen wir noch die Schubladen ein. Die Höhe der Auszüge messen wir an den Schubladen aus. Die Auszüge schrauben wir nun direkt an die Seitenwände. Die obere Schublade hat etwas an der Dachlatte geschrappt. Daher musste ich die obere Dachlatte nochmal abschrauben und mit dem Hobel etwas von der Dicke wegnehmen. Ich hätte auch die Schubladen nochmal etwas nach unten schieben können. Jedoch hätte ich dann nochmal beide Schubladen anpassen müssen. Das wäre auf jeden Fall mehr Aufwand gewesen. Im letzten Schritt habe ich noch die Rollen auf der Unterseite befestigt, den Sitzwürfel ins Büro getragen und fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet etwas daraus für euch mitnehmen. Ich habe nochmal alle Materialien in der Videobeschreibung aufgelistet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.